Ja, guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich freue mich sehr, Sie zum zweiten Tag der Herbstkonferenz, die nun Gott sei Dank eine Herbstkonferenz und keine Abschlusskonferenz ist, des Verbundprojekts Museum 4.0 begrüßen zu dürfen. Vor etwa einem Jahr durfte ich auch schon teilnehmen an dem Symposium Digitalwerkstatt Museum, ebenfalls im Rahmen des Verbundprojektes, und fand es damals schon beeindruckend, was da alles entwickelt wurde. Heute weniger vor Ort und live, mehr digital, aber vielleicht auch passender für das gesamte Thema, für das gesamte Projekt. Und es ist wirklich erstaunlich, was die Bandbreite der Projekte, die in diesem Verbund entstehen, darstellt, mit den verschiedenen Institutionen und Partnerinstitutionen und Huckepack-Institutionen und die Vielfalt der digitalen Vermittlungsbedürfnisse. Dazu braucht es Testlabore wie Museum 4.0. Und was besonders wichtig ist, es geht eben nicht Technik um der Technik willen, sondern der Inhalt bestimmt die Technik. Und Technologien, digitale Technologien sind die Hilfsmittel der Vermittlung. Die Projekte nehmen zuallererst die Besucherinnen und Besucher und die Nutzerinnen und Nutzer in den Blick. Es geht um persönliche Interaktionen mit den Sammlungen, die sonst so ohne die Technik vielleicht nicht möglich wären. Sei es über Virtual Reality, Augmented Reality, mit iPad durch die Sammlung gehen und Rückseiten von Objekten anschauen. Ich fand da ganz beeindruckende Dinge, auch die VR-Brillen und da in den Lebensraum einzutauchen, wo man sonst vielleicht gar nicht reinschauen könnte. All das, finde ich, sind ganz spannende Erlebnisse für die Besucherinnen und Besucher. Aber eben, was erwarten Besucherinnen und Besucher heute von einem Museumsbesuch? Wer kann wie erreicht werden? Wie werden digitale Besucherinnen dann auch tatsächlich zu einem physischen Besuch im Museum motiviert? Und schließlich, und das ist aktueller denn je, wer nutzt digitale Angebote, wenn die Museen nicht mehr öffnen können? Und dazu leistet Museum 4.0 einen ganz wichtigen Beitrag. Zentrales Anliegen des Projekts Museum 4.0 ist die Bereitstellung der Projektergebnisse mit dem Ziel, dass andere Institutionen darauf zurückgreifen können und so möglichst ressourcenschonend ihr digitales Vermittlungsangebot auf- und ausbauen können. Und wie und in welchem Umfang digitale Angebote von anderen Institutionen konkret weiter genutzt werden können, dazu werden wir heute von den Kolleginnen aus Görlitz noch Näheres erfahren, wie dem Medium angemessen im Museum Geschichten erzählt werden können. Zu dieser Frage wird Susan Hasan heute berichten. Und ebenso wird es heute Vorträge aus München, Bremen und von den Museen der Schwäbisch-Alemannischen Fastnacht geben. Sie alle greifen Aspekte der Digitalisierung im Museum auf, die zahlreiche Institutionen beschäftigen. Die Digitalisierung im Kulturbereich generell hat vor dem Hintergrund der aktuellen Pandemie natürlich eine enorme Dynamik erfahren. Und es ist ganz wichtig, und wir sind da sehr dankbar, dass die Bundesbeauftragte für Kultur und Medien im Rahmen des Neustart Kulturprogramms auf den Punkt der Digitalisierung einen Schwerpunkt setzt. Das betrifft auch das große Projekt Deutsche Digitale Bibliothek, aber eben auch, Gott sei Dank, das Verbundprojekt Museum 4.0. Und wir sind außerordentlich froh, dass das Verbundprojekt über das Jahresende hinaus weiter gefördert wird und hoffen, dass es dann auch vielleicht eine weitere Perspektive gibt. Auch die Erweiterung der beteiligten Partner ist eine Antwort darauf, dass wir das natürlich in die Breite bringen wollen und ein ganz wichtiger Baustein der Fortführung dieses Projekts. Die Digitalisierung des kulturellen Erbes ist eine der Aufgaben von gesamtstaatlichem Interesse, die die Stiftung aufgrund ihrer besonderen Erfahrung in den vielfältigen Einsatzbereichen in Museen, Bibliotheken und Archiven gern wahrnimmt und anderen Institutionen auch als Erfahrungsgrundlage zur Verfügung stellt. Wir sehen eine große Chance darin, weiterhin die Gesamtleitung eines nun erweiterten Verbundes, starken Verbundes wahrzunehmen. Und das Projekt ist Verantwortung für uns, auch die Nachhaltigkeit sicherzustellen, die Frage, wie es danach dann weitergeht. Das Projekt ist nicht zuletzt auch großer Treiber der Digitalisierung in unserer Institution, in der SBK, in der gesamten Breite, nicht nur der Analog-Digitalwandlung, sondern auch digitaler Prozesse. Und eine wichtige organisatorische Voraussetzung haben wir geschaffen, indem seit Oktober dieses Jahres, seit diesem Monat, ein neuer Chief Information Officer an Bord gekommen ist. Johann Herzberg zeichnet verantwortlich für die Gesamtausrichtung der IT als Grundlage für alle digitalen Angebote der SBK. Museum 4.0 zeigt, was möglich ist auf dem Weg in die Digitalität und was noch gebraucht wird.
hohe Herausforderungen warten. Und da sind natürlich gerade vor dem Hintergrund knapper Ressourcen ganz wichtige Dinge, ganz wichtige Antworten zu entwickeln, wie man Digitales in den Museumsalltag integrieren kann, wie man den Erwartungen der Menschen gerecht wird und wie man das in die Strukturen auch zuletzt, nicht zuletzt in den Institutionen einpasst. Wie stark sich das Infektionsgeschehen und die Maßnahmen zur Eindämmung von Covid-19 auf das Angebot der Museen ausgewirkt hat und wie vor diesem Hintergrund die Zukunft aussehen kann, ist ein weiteres der Themen, die hier heute behandelt werden und Sie dann auch im Rahmen der weiteren Konferenz beschäftigen werden. Und wir sind natürlich alle gespannt auf die Ergebnisse der Beratung der Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin heute, wie es auch mit dem kulturellen Angebot in Deutschland jetzt in den nächsten Wochen weitergeht und ob die Museen weiter geöffnet haben können. Ich danke dem Projektteam unter der unermüdlichen Leitung von Ihnen, liebe Frau Hagedorn-Saupe, und den Partnerinstitutionen für Ihr Engagement in dem Gesamtprojekt und für die Ausrichtung dieses Treffens. Und ich wünsche Ihnen alles Gute und weiterhin einen intensiven und interessanten Austausch. Vielen Dank.